gar nicht. Na klar! Verflucht, was geht hier vor? Sir, ich muss Sie bitten, den Raum zu... Ah! Mein Gott, er hat ihn erschossen! Weil du mich genervt hast! Und jetzt bist du dran! Ah, aber ich kenne sie wirklich nicht! Ah, ah. Ja, wie fühlt sich das an, hä? Bitte, ich kenne sie nicht! Ah. Du bist doch Gordon Solsky, der LKW-Fahrer aus Chicago, oder? Nein, ich bin Gordon Solsky, Drittklässler und Leser der morgendlichen Schuldurchsagen! Ach, wirklich? Na, das werden wir ja sehen. Los, lies die Durchsagen jetzt! Hilfe, so hilft mir doch! Ich sag dir, lies vor! Ah. Ja. Ja. Schüler, die Interesse haben, müssen einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Ich wusste, du lügst. Das war grauenvoll. Und jetzt nimmst du den Pistolenlauf in den Mund. Nein, bitte. Ich hab Angst. Oh Gott, ich hab ja solche Angst. Mach schon. Bitte, ich tue alles, was Sie wollen. Hier, sehen Sie? Ich nehme die Pistole in den Mund. So, das hast du nun davon. Jetzt sind wir alle tot. Wendy? Dumme Schlampe! Tut mir leid. Titten! Schwanz! Roter Spacko! Arschkrause! Hackfresse! Alter, pass lieber auf, die Direktorin kann dich hören. Ah, guten Morgen, Frau Direktorin. Kackfresse! Guten Morgen, Eric. Hat Cartman eben Kackfresse zu ihr gesagt? Du weißt das nicht? Cartman hat so eine mentale Krankheit mit dem Namen Tourette-Syndrom und... Bingo. Oh nein, das ist Chris Hansen! Was zum Teufel ist hier los? Augenblick mal! Oh Gott, das ist Chris Hansen! Chris Hansen! Dateline? Wusste ich's doch! Es gibt gar keine Kekse! Hey! Hast du was damit zu tun? Antworte mir! Blöde Scheiße! Schwanz! Machen soll, musst du mich im Voraus bezahlen, Kleiner. Du kriegst das Geld erst, wenn der Auftrag erledigt ist, klar? Also, ich mach die Tür zu und dann brauche ich ein paar Sekunden zum Aktivieren. Dann brichst du ein und versuchst, meine Mom zu vergewaltigen, kapiert? Hallo, hier ist Michael von Wolf Sicherheitstechnik. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Nein, hier ist ein Einbrecher, der vorhat, meine Mann zu vergewaltigen. Na los, geh schon, sie ist da oben. Hallo, hören Sie mich? Hier ist ein Vergewaltiger, ein Weißer. Okay, sollen wir die Polizei verständigen? Na klar, sollen Sie die bekackte Polizei verständigen. Meine Mann wird jeden Augenblick vergewaltigt. Okay, die Polizei wird jetzt verständigt. Er ist gleich oben, also beeil dich ein bisschen. Versuchen Sie ruhig zu bleiben, die Polizei ist unterwegs. Wie schön, vielleicht sollten die Zigaretten und Gatorade mitbringen. Der Junge dürfte ziemlich aus der Puste sein. Was für ein Scheiß. Dasselbe wie das iPad und kostet nur die Hälfte. Mann, du versuchst wieder mich zu verarschen. Wenn ich mit dem Ding in die Schule gehe, glaubt jeder, ich wäre ein armes Arschloch. Eric, hör auf, dich wie ein verzogenes Bike zu benehmen. Entweder du nimmst das Handybook oder du bekommst gar nichts. Oh, ich habe eine bessere Idee. Wieso gehst du nicht über die Straße und kaufst ein paar Kondome? Denn wenn du mich schon wieder fixst, hat AIDS wenigstens keine Chance. Eric? Du solltest auch Zigaretten kaufen. Ich rauche nämlich gerne, nachdem ich gefickt wurde. Du willst mich ficken, Mann? Dann mach es, tu's. Jetzt gleich. Ha, mach schon, Mann, fick mich. Gleich hier in der iPad-Abteilung. Du willst deinen Sohn hart rannehmen? Na los, fick mich, fick mich. Hör auf zu heulen, Eric. Ich hab dir gesagt, wenn du nicht damit aufhörst, bekommst du gar nichts. Kein Problem. Mom, Schüssel. Was denn, Schatz? Mom, Schüssel! Oh, das nenne ich einen großen Jungen.